Heute teste ich mit euch von Rana die Pfanngnocchi. Und da bin ich mal total gespannt, wie die schmecken. Denn die sind mit Spinat und Mozzarella gefüllt. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem neuen Testvideo. Ja, die finde ich eigentlich ganz spannend, denn die sehen nicht so aus wie die anderen Gnocchis, die ich immer kaufe. Die sind zudem noch gefüllt, was ich sehr gut finde. Und Spinat und Mozzarella, das geht doch eigentlich immer. Ich würde sagen, wir schauen mal einen kurzen Blick auf die Nährwerte und die Inhaltsstoffe und dann braten und verkosten wir die. Ich würde mal sagen, wir starten direkt in die Großaufnahme. Ja, ihr Lieben, hier einmal in der Nahaufnahme Giovanni Rana Pfanngnocchi gefüllt mit Spinat und Mozzarella. Und da sind wir doch mal gespannt. Das Ganze ohne Konservierungsstoffe. Also, die Aufmachung ist auf jeden Fall sehr schön in diesem schön grün gehalten. Gefällt mir sehr gut. Zwei Portionen sind drin. Das reicht auch tatsächlich für zwei Portionen, sind 280 Gramm. So, hier findet ihr einmal die Anleitung, wie das Ganze gebraten werden soll. Bei mittlerer Hitze 5 Minuten in der Pfanne mit etwas Butter. Gelegentlich rühren, das werde ich gleich auch machen. Gehen wir erstmal auf die Nährwerte ein. Das Ganze hat 229 Kalorien pro 100 Gramm, 5,2 Gramm Fett, 37 Gramm Kohlenhydrate, davon 4,9 Gramm Zucker. 6 Gramm Eiweiß, 4,9 Gramm Ballaststoff und 1,7 Gramm Salz. Das Ganze ist ohne Palmöl, ohne Konservierungsstoffe. So wünscht man sich das doch. Wunderbar. Ja, und dann würde ich jetzt mal sagen, ich bereite mal ein paar zu und dann probieren wir die. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, und jetzt wird gekostet. Ich habe mal einen für euch aufgeschnitten. Den hier, wie ihr seht, ist wirklich reichlich Spinat und auch Mozzarella. Das ist das Hellere drin. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze schmeckt. Erstmal, wie immer, die Geruchsprobe. Ehrlich gesagt, hört sich jetzt blöd an, aber die stinken ein bisschen. Keine Ahnung, es riecht nicht unbedingt nach Spinat und Mozzarella. Die haben so einen leichten, muffigen Geruch. Ich hoffe, sie schmecken. Probieren wir sie einfach. Der Geruch war wirklich unbegründet. Die riechen echt komisch, aber sind super lecker. Ganz weich. Und innen richtig schön abgeschmeckt. Der Spinat kommt gut raus. Und dieses Cremige vom Mozzarella ist auch da, aber den Mozzarella selbst, den schmecke ich jetzt nicht so. Aber, ja, die machen Spaß zu essen. Ein Top-Produkt wieder von Rana. Also sehr lecker, sehr cremig. Die sind nur ein bisschen schwer zu braten. Ihr müsst höllisch aufpassen, dass sie euch nicht dunkel werden. Viel Wenden ist da angesagt. Aber ansonsten wirklich super lecker. Eine schöne innere cremige Konsistenz. Außenrum der Kartoffelteig, der schmeckt auch nach Kartoffelchen. Fluffig, lecker. Kann ich tatsächlich empfehlen. Kennt ihr die schon oder habt ihr eine andere Sorte von dem mal probiert? Haut's doch mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!